Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe euch heute den The Kitchen Mod mitgebracht. Sandwiches. Lecker, 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 lecker. Also wie ihr seht, fügt dieser Mod Sandwiches hinzu, die ihr euch selbst herstellen könnt. Genau wie einige andere Utensilien, wie diese Blöcke, diese neuen, die Fliesen darstellen sollen. Dieses Brettchen, Teller, Sandwich, also auch neue Zutaten wie Salat, Tomaten, Karottenscheiben, Kartoffelscheiben und diese Öfen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch erstmal alle Utensilien, die neu dazukommen. Von Anfang bis Ende. Also das wären einmal hier so ein Mörser. Den craftet ihr, indem ihr drei Steine nehmt. Dann haben wir hier diese Kacheln. Die macht ihr mit viel Lehm, einen Tintenbeutel und Knochenmehl. Dann der Ofen mit Eisenbarren, einem Feuerzeug und Kohle. Dann Teller, ganz wichtig, mit Lehm und Knochenmehl und so ein Schneidebrettchen mit zwei Stufen, also Eichenstufen und einer Druckplatte. Dann haben wir den Stößel, der ihr für den Mörser hier braucht. Den macht ihr mit zwei Steinen. Und natürlich könnt ihr den Mörser und Stößel zusammenfügen. Wenn ihr die einfach so nebeneinander legt, dann habt ihr Mörser und Stößel. Achso, und zu guter Letzt ein Messer. Das macht ihr mit einem Eisenbarren und einem Stock. Das sind jetzt so die wichtigsten Utensilien. Also ich kann jetzt hier mal den Teller hinlegen und ein Brettchen. Das Messer haben wir in der Hand. Dann kommen wir zu den neuen Essensutensilien, die es gibt. So, das wären einmal... Nee, ich fange draußen an. Ich habe hier so ein kleines Häuslein gebaut, also nichts Großes. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da mit Flat Screen. So ein cooles Bild. Einem Schlafzimmer. Und natürlich der Küche. Hier draußen, Haus am See. Schöne Lage. Natürlich gibt es neue Pflanzen, wie ich bereits gesagt habe. Es gibt einmal die Tomate, die dazu kommt. Und einmal den Salat. Kartoffeln, Karotten und Weizen ist ja bereits schon vorhanden. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Tomaten und Salat, das sieht so aus. Das sind die Tomaten. Die findet ihr in der freien Wildnis irgendwo. Die müsst ihr ernten. Seht ihr? Und dann könnt ihr das wieder hier einpflanzen. Das wäre der Salat. So sieht der aus. Könnt ihr ebenfalls wieder einpflanzen. Die Kartoffeln findet ihr ja meistens bei den NPC-Dörfern. Die sehen dann so aus. Karotten ebenfalls bei den NPC-Dörfern. Und Weizen bekommt ihr durch Samen, die ihr von diesen Büschen hier, wenn ihr die kaputt macht, da kommt ihr irgendwann Samen raus. Ja, übliche halt, wisst ihr ja, weil aus Weizen macht man ja auch Brot. So viel zum Anbauen der Sachen. Dann mache ich das mal hier wieder rein. So. Genau. So. Also ihr habt aus einem Messer und einer Tomate könnt ihr Tomatenscheiben machen. Aus einem Messer und einem Salat Salatblätter. Käse bekommt ihr mit einem Messer und einem Milcheimer, also einen leeren Eimer an eine Kuh, dann bekommt ihr ja den Milcheimer und das mit dem Messer entsteht Käse und Käse und ein Messer sind Käsescheiben.
Dann haben wir rohes Hühnchen. Ihr bekommt, wenn ihr... Hä? Doch, stimmt. Also wenn ihr ein rohes Hühnchen, ein Messer nehmt, dann bekommt ihr rohes Hühnerfilet und das müsst ihr dann halt noch braten im Ofen. Dann bekommt ihr gebratenes Hühnerfilet. Das gleiche gilt fürs Rinderfleisch. Rinderfleisch und Messer gibt rohes Rinderfleischscheiben und im Backofen gibt's gebratenes. Und mit Schweinefleisch genauso, dann bekommt ihr rohen Speck oder gebratenen Speck, wenn ihr das bratet, also im Ofen dann. Ein Hühnerbein bekommt ihr mit einem gebratenen Hühnchen und einem Messer. Karotten und Messer gibt Karottenscheiben. Nehmen wir auch mal mit. Kartoffel und Messer gibt Kartoffelscheiben. Ein Brot und Messer gibt Brotscheiben. Und was das ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Brot und Mörser und Stößel gibt dieses, ja, so eine Paste oder was das ist. Und das funktioniert entweder mit Brot oder mit Weizen. Hier ist nichts drin, auch gut. Wenn ihr jetzt ein Sandwich machen wollt, dann könnt ihr die verschiedenen Utensilien nehmen und aufeinander stapeln. Mit Rechtsklick auf den Teller legen wir mal zum Beispiel Brot, Speck, eine Tomate und Salat. Dann machen wir mal nochmal Speck drauf und Karotten und natürlich ganz viel Käse muss natürlich drauf sein. Machen wir nochmal hoch. Tomate. Okay, wir müssen mal hier hoch. Speck. Und dann machen wir nochmal ein Brot. Und dann hätten wir schon mal ein Sandwich. Wenn ihr jetzt eine Scheibe falsch draufgelegt habt, könnt ihr einfach mit Rechtsklick die Sachen wieder runterholen. Also zum Beispiel, ich wollte da jetzt keinen Speck, also mache ich mit der freien Hand und Rechtsklick drauf, dann bekomme ich den Speck wieder zurück. Wo ist denn mein Brot hier? Ja. Und wie nehme ich das jetzt? Wieso habe ich jetzt nur den Teller? Irgendwie ist es fail. Wir machen hier nochmal. Normalerweise kann man die... Also ihr seht schon, das sieht auf dem Brett anders so aus als auf dem Teller. Tomaten, Speck, Karotten, Käse, ganz viel Käse. Also ihr könnt nur 8 aufeinander stapeln, glaube ich. Ja. Jetzt macht doch nicht dauernd die Kiste auf. Wie nehme ich das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nehmen und essen kann. Ich will das essen! Ich will das doch essen. Nein, so wollte ich das doch gar nicht. Herrgott, ey. Wie esse ich das jetzt? Ups. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, das nenne ich mal einen Hamburger. Ein Cent. Ups. Ich mache hier alles gerade kaputt. Oh Mann.
Wie esse ich das denn jetzt? Lass mich das doch essen. Okay. Das nenne ich mal eine sehr gute Vorbereitung für den Mod. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und probiere das aus, wie man diese Scheiße essen kann. Und melde mich dann gleich zurück. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Also ich habe das jetzt ausprobiert. Ich habe auch mal gegoogelt. Also normalerweise mit Shift und Rechtsklick nehmen wir das Ganze und können das dann essen. Aber der nimmt irgendwie nur den Teller. Und das regt mich gerade voll auf. Ich weiß nicht, wie man das nehmen kann. Also ihr seht, er nimmt immer nur den Teller. Er zeigt zwar an, das Ding, dass hier Toastbrot und Tomatenscheibe und alles drauf ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das... Oh, wir können... Guck mal, wir können das... Bleib mal hier. Wir können das hier oben auch stapeln. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt nur an mir liegt, warum das nicht funktioniert und wie oder was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es in der Probe super funktioniert. Da habe ich auch nichts anderes gemacht. Also, am besten selbst mal ausprobieren. Vielleicht liegt es jetzt wirklich einfach nur an mir, dass es so rumfällt. Auf jeden Fall habt ihr das Prinzip verstanden. Ihr könnt Sandwiches machen, natürlich die Sachen dafür anbauen. Und habt somit ein bisschen mehr Essen in eurem... Ich probiere das jetzt gerade mal. Warte mal, ich habe ja hier Hunger angezeigt. Nein. Ich kann das aber auch nicht essen. Warum kann ich das nicht essen? Also ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vielleicht spackt das jetzt auch bei mir nur rum. Ich habe also ehrlich gesagt keine Ahnung. Probiert es am besten selbst aus. Das war ja klar, dass das wieder fails. Naja, also das war's mit der The Kitchen Mod. Viel Spaß beim selbst ausprobieren. Natürlich den Link für die Mod in der Videobeschreibung. Da musste ich gerade mal gehen, sorry. In der Videobeschreibung. Probiert es am besten aus. Also wenn es bei euch funktioniert, dann schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren, wie ihr das hinbekommen habt. Weil normalerweise funktioniert auch der Ofen. Normalerweise kann man auch den Ofen aufmachen und da drinnen auch... Ah! Normalerweise kann man auch in dem Ofen Sachen braten. Das hat er aber, wie ihr gesehen habt, bei mir auch nicht funktioniert. Also vielleicht ist einfach nur, keine Ahnung, die Mod ein bisschen verbuggt bei mir. Habt ihr das gesehen, wie der kleine Penner hier reingekommen ist? So, aber nun. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Mod. Probiert's aus. Viel Spaß beim Sandwich machen. Und ich glaube, da kommt schon der nächste. Ah! Ich muss hier Schluss machen. Ihr seht ja, wir bekommen die ganze Zeit Besuch. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Habt noch einen schönen Tag und beim Ausprobieren, falls es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da oder ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Delicious Smell LP. Tschüss.